Shalom, Shalom. Heute möchte ich sprechen über ein Prinzip, das wir als Reich Gottesbürger sehr ernst nehmen müssen. Und zwar die Macht unserer Worte. Ich lese euch da jetzt ein paar Schriftstellen vor über die Worte. Der Mund des Narren ist sein Untergang. Seine Lippen bringen ihn ins Verderben. Sprüche 18,7. Dann sagt der Herr in 4. Mose 14,28, richte ihnen Folgendes aus. So wahr ich lebe, werde ich euch genau das antun, mit dem ihr mir in den Ohren gelegen habt, spricht der Herr. Dann in Sprüche 10,11, die Worte des Gottesfürchtigen führen zum Leben, der gottlose Mensch aber vertuscht seine bösen Absichten. Sprüche 18,21, und das ist für mich ein sehr wesentliche Erkenntnis. Wer gern redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Dann in Sprüche 20,15, weise Rede ist wertvoller als Gold und Edelsteine. Dann noch in Jakobus 3,5 und 6, so kann auch die Zunge, so klein sie auch ist, enormen Schaden anrichten. Ein winziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Sie ist der Teil des Körpers, der alles beschmutzen und das ganze Land zerstören kann, wenn sie von der Hölle selbst in Brand gesteckt wird. Und dann möchte ich jetzt noch im Jakobus 5, 17 bis 18 Folgendes lesen. Elia war ein Mann des Gebetes. Er wusste, dass Gott Gebet ernst nimmt. Und da steht, Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig, es möge nicht regnen. Und tatsächlich fiel 3,5 Jahre kein Wassertropfen auf das Land. Dann betete er um Regen, da regnete es und alles Land wurde grün und brachte Früchte, wieder Früchte hervor. Ihr Lieben, Elia war ein Mann wie du und ich. Aber er wusste eines sehr gut, Gebet hat Kraft. Und als er ernstlich im Glauben betete, regnete es auf der Erde 3,5 Jahre nicht mehr. Danach betete Elia wieder und Regen kam wieder auf die Erde. Dennoch war Elia nicht anders wie du, aber er wusste, wenn er im Glauben betete, hat das ganz große Kraft. Und diese Salbung gab er an Elisa weiter. Somit tat Elisa genauso große Wunder wie Elia. Elisa kannte die notwendige Bedingung des Erfolges genauso gut wie Elia, nämlich Gebet im Glauben hat große Kraft. Und genau diese Macht und Kraft haben du und ich im Gebet. Diese Vollmacht und Autorität haben wir von unserem Vater im Himmel bekommen. Im Lukas 10,19 heißt es, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die Gewalt des Feindes, um die Gewalt des Feindes zu brechen. Ihr Lieben, wir haben heute ein Lager aufgeräumt und als wir da gewisse Sachen herausgeholt haben von einer Wand weg, kam ein Skorpion heraus. Und wisst ihr was? Sofort ist mir diese Schriftstelle eingefallen, dass wir auf Schlangen und Skorpione treten und die haben keine Gewalt über uns. Da habe ich nicht drauf gestiegen auf den Skorpion und da wurde sofort flach. Und ich habe gespürt, Gott zeigt mir, so muss ich auch mit den Mächten der Finsternis umgehen. Dann heißt es in Markus 11,23, denn das ist sicher. Wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg hier sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer und es wird geschehen. Ihr Lieben, Gott hat uns Autorität gegeben mit unseren Worten, denn Gott sprach und es ward. Wir sprechen und es wird. Und ich habe schon einmal darüber gesprochen, dass natürlich unsere negativen Worte genauso Auswirkungen haben wie unsere positiven. Aber ich möchte gerne, dass ihr heute ganz viele Worte bekommt, Worte des Lebens, die du für deine verschiedenen Lebenssituationen anwenden kannst und die du dir dann mehrmals am Tag selbst zusprechen kannst.
Zum Beispiel, wenn du Weisheit und Führung brauchst. Dann zitiere Johannes 16, 13. Wenn der Geist der Wahrheit kommt, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Er wird nicht seine eigenen Anschauungen vertreten, sondern wird euch sagen, was er gehört hat. Er wird euch von dem erzählen, was kommt. Bitte Gott um Weisheit. Ich sage es euch, Gott spricht so mächtig zu mir. Und ohne dieses Sprechen, ja, wäre ich total hilflos. Dann noch in Psalm 138, 8. Der Herr wird alles zu einem guten Ende bringen. Herr, deine Gnade gilt für alle Zeit. Verlass mich nicht, denn du hast mich erschaffen. Sprüche 3, 5 bis 6. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ihr könnt euch noch andere Schriftstellen lesen. Eines ist Psalm 119, 105, eines ist Johannes 10, 3 bis 4 und ein anderer Römer 12, 2. Wenn du materielle Bedürfnisse hast, wisst ihr, Gott wird alle unsere Bedürfnisse, alle, gemäß seines Reichtums in Herrlichkeit befriedigen. Also, wenn du materielle Bedürfnisse hast, sind folgende drei Schriftstellen, die ich dir jetzt ans Herz legen möchte. Ja. Er wird euch großzügig mit allem versorgen, was ihr braucht. Ihr werdet haben, was ihr braucht. Und ihr werdet sogar noch etwas übrig behalten, das ihr mit den anderen teilen könnt. Das lesen wir in 2. Korinther 9, 8. Dann im Philipperbrief 4, 19. Mein Gott wird euch aus seinem großen Reichtum, den wir in Christus Jesus haben, alles geben, was ihr braucht. Dann im Psalm 23, 1. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Dazu muss ich euch eine nette Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es schon einmal gemacht habe. Aber einer unserer Lehrer hat den Kindern in der Volksschule den Psalm 23 zum Auswendiglernen gegeben. Und da hat er dann nach einigen Tagen die Kinder abgefragt. Und zwei, drei Jungs haben das prima gesagt. Und dann war einer, der ist etwas langsam im Denken gewesen. Und der Johnny, und dann hat der Lehrer gesagt, Johnny, hast du es auch auswendig gelernt? Sagt er, ja, ich habe es auch auswendig gelernt. Auf Englisch. The Lord is my shepherd and I shall not want. And that's all I need. Also was er gesagt hat eigentlich, der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche und es genügt mir. Den Rest hat er nicht mehr auswendig gelernt. Ihr Lieben, der hat kapiert, um was es geht. Aber ich kann euch noch weitere Schriftstellen geben. Psalm 37, 4. Habe deine Lust am Herrn. Habe ich lange gedacht, das Wort Lust hat keinen Platz in der Bibel. Aber ihr Lieben, wenn du deine Lust am Herrn hast, dann wird dein Leben lustig. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Dann Lukas 6, 38, 2. Korinther 8, 9 und Galater 3, 13. Aber wenn du Trost und Stärke brauchst, dann habe ich folgende Worte für dich vom Herrn. Nehemia 8, 10. Seid nicht traurig, denn die Freude am Herrn ist eure Zuflucht. Dann Psalm 59, 10. Du, meine Stärke, dir singe ich Loblieder, denn du, Gott, bist meine Zuflucht. Herr, du zeigst mir deine Gnade. Dann 66, 13 in Jesaja. Gott spricht, ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. Und ihr Lieben, eine Mutter will ihr Kind immer glücklich sehen. Wenn ein Kind krank ist, wäre die Mutter lieber selbst krank, als es dem Kind zuzumuten. Ich kann mich damit sehr identifizieren. Dann gibt es noch andere Schriftstellen, die ihr zudem Trost und Stärke brauchen, einfach zitieren könnt, in den geistlichen Raum stellt. Psalm 27, 1 und 2, Matthäus 5, 4 und 1. Johannes 4, 4. Also, da ist Kraft in unseren Worten. Aber ich glaube, wir müssen Buße tun für alle Worte, die wir gesprochen haben und die nicht aus dem Glauben waren. Und da möchte ich dazu sagen, was ich heute früh von Gott gehört habe. Er hat mich sehr früh geweckt und hat gesagt, Maria, ich möchte dir Folgendes sagen. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Und alle meine Kinder, die meinen Sohn als ihren Erlöser haben, als ihren Herrn, die sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Die Welt wird jetzt noch einige Geburtswehen erfahren.
aber euch wird es nicht berühren. Habt keine Angst. Bleibt in mir und lebt ein Leben des Glaubens. Glaubt mir mehr als den Umständen. Und ihr werdet schadlos durch diese Zeiten gehen. Aber was ich vorbereitet habe für diejenigen, die mir treu bleiben bis zum Ende, hat kein Auge gesehen, kein Ohr gehört. Und es ist in kein Menschenherz eingedrungen, die Herrlichkeit, die denen, die dies erfahren werden. Verkündige diese Botschaft, sei mutig, bleibt bei mir, bleibt in mir, mit mir, denn ich bin euer Schutz und eure Versorgung. Habt keine Angst. Möchte ich es nur dazu sagen. Aber jetzt möchte ich nur fragen, was sollen wir loslassen? Und was müssen wir loslassen, um ein Leben aus der Kraft Gottes zu leben? Wir müssen uns klar werden zuerst einmal darüber, dass wir viele unnütze und auch böse Worte gesprochen haben. Wir müssen ehrlich sein zu uns selbst und wie oft wir schlecht über Menschen geredet haben, wie oft uns die Zusagen und Verheißungen, die Gott uns gegeben haben, nicht geglaubt haben. Wir haben gesagt, das wird nie etwas, das kann mir schon gar nicht passieren. Das spricht Gott zu anderen Leuten, nicht zu mir. Denke auch darüber nach, ob es Worte in deinem Leben gibt, die schwer wie ein Fluch auf dir liegen. Hast du selbst einen Schwur getan? Oder hat jemand über dich etwas gesagt, was dich nun belastet? Sage dich von diesen Worten los und bitte Gott um Vergebung. Wenn du unbedacht geäußert hast, was nun dir und anderen schadet. Und jetzt kannst du deine Augen schließen und ich werde jetzt dir ein Gebet vorsprechen und du kannst es mir langsam nachsprechen. Mein lieber Vater im Himmel, ich bin sehr betroffen von der Erkenntnis, dass die Worte, die ich sage, so wichtig sind. Es tut mir leid, dass ich oft nicht über das nachdenke, was ich sage, dass ich einfach Dinge weitererzähle, die vielleicht nicht stimmen. Es tut mir leid, dass ich schlecht über mich und andere rede. Und ich bitte dich um Vergebung für all die unbedachten Worte der Vergangenheit. Bitte erinnere mich an Dinge, die ich gesagt habe und die jetzt verhindern, dass ich die Fülle deines Segens erhalte. Hierfür möchte ich dich um Vergebung bitten. Und dann sag dem Herrn alles, was er dir gezeigt hat. Und bring es für das Kreuz Jesu. Und wenn du dann fertig bist, dann bete weiter. Ich möchte nicht mehr unter der Macht böser Worte stehen, die nur Schaden anrichten. Und ich will von jetzt an unter deinem Segen leben. Hilf mir dabei, Gutes zu sagen und die Wahrheit in Liebe auszusprechen. Wenn ich in Versuchung komme, wieder unnütz oder böse zu reden, dann erinnere mich doch daran, dass ich lerne, meine Zunge im Zaum zu halten. Danke, lieber Vater, dass du gut über mich denkst und deinen vollen Segen über mich aussprichst. Amen. Und jetzt habe ich noch eine kleine Übung für dich. Sage jedem Familienglied und jedem Freund, den du begegnest, ein gutes Wort. Zum Beispiel, ich schätze an dir Folgendes, oder? Ich freue mich, dass du mein Sohn bist, oder? Es tut mir gut, dir zu begegnen, weil du, und sonst sag es. Sei heute besonders aufmerksam und achte auch auf die Worte, die du aussprichst. Wenn du in Versuchung kommst, über andere schlecht zu sprechen oder zu lästern, fang einfach sofort ein anderes Thema an. Du kannst zum Beispiel das Wort aus Jakobus 3 laut aussprechen. Ein einziger Funke steckt einen großen Wald in Brand. Die Zunge ist wie eine Flamme und kann eine Welt voller Ungerechtigkeit sein. Was sicher zu interessanten Gesprächen führt. Ihr Lieben, wir haben es in unseren Händen, wie unser Leben sich entfaltet. Glaube, glaube Gott. Glaube Gott, vertraue Gott, nimm sein Wort ernst. Und da habe ich sehr viel gelernt von den Afrikanern, wenn du denen irgendwas versprichst, und alle Verheißungen sind Versprechungen Gottes, wenn du denen was versprichst, die erinnern dich so lange daran, bis du es gerne tust. Am Anfang habe ich gesagt, Herr, die sind ja lästig. Sagt er, nein, die glauben dir. Also bitte,
werde richtig lästig bei Gott und gebe ihm die Verheißungen, die er dir schon gegeben hat, und wiederhole sie und wiederhole sie, bis sie sich in deinem Leben materialisieren, bis du das Ergebnis siehst. Der Herr segne dich mit Hartnäckigkeit, dem Worte Gottes mehr zu vertrauen als allen anderen Erfahrungen um dich herum. Shalom, Shalom.